Die Salzburgerin. Wolfgang Mayer alias Kowalski. Dein beruflicher Werdegang ist sehr spannend, vom Profifußballer zum etablierten Künstler. Wie hat sich das ergeben? Wie bist du von der Anwältin in so eine andere gekommen? Ich habe es immer gemischt. Also mir hat es gut getan, beim Fußball zum Abschalten zu malen. Und es ist ja nicht so, dass man ewig Fußball spielen kann. Und insofern war es dann mit 34 über die Karriere beendet. Und dann war es Step by Step, also mit der Grafikausbildung. Und dann ist eins zum anderen gekommen. Genau, ist jetzt doch schon eine Zeitl her. Wie würdest denn du deinen persönlichen Stil beschreiben? Ich finde es ein bisschen eine Mischung aus Street Art und Pop Art, mehr oder weniger. Genau, ich habe von da wie dort Elemente drin und genau. Auf den ersten Blick Hörer denkt man oft, es ist ja was komplett Konträres, Sport und Kunst. Ich weiß aber, für die hat es doch auch einige Gemeinsamkeiten. Was wäre das zum Beispiel? Für mich voll. Also zum einen macht man mit einem guten Werk, mit einem guten Spiel andere glücklich, sich selber auch bestenfalls. Es braucht Barz eine Konsequenz, wo man eben im Sport dafür trainiert, auf Punkt da zu sein. In der Kunst auch immer wieder, wenn man nichts macht, verliert man quasi seine Fertigkeiten. Und insofern hat das schon einiges, was zusammenstimmt. Gibt es Dinge, wo du sagst, das kommt dir jetzt als Künstler zugute, was du aus dem Spitzensport mitgenommen hast? Ja, sicher. Also zum einen die Konsequenz, zum anderen im ganzen Business einfach das Miteinander. Man ist im Sport gewohnt, wenn es läuft, hat man Schulterklopfer, wenn es nicht so läuft, hat man weniger Freund. Und das ist eine gute Lebensschule. Und genau, und das ist auch nicht immer leicht, und man ist ab und zu dann doch auch in einem Mannschaftssport auf sich gestellt, und das kommt an, denke ich, im Leben dann generell zugute. Und jetzt auch beim Malen ist man doch für sich, und das passt so. Abschließende Frage, wo findest du die Inspiration für deine Bilder? In meiner Umgebung irgendwie. Also das kann sein ein Buch, ein Bild, also ein anderes Bild von einem anderen Künstler, ein guter Film, gute Musik vor allem auch bei mir, quer durch, also ab und zu eine simple Werbung, also es kommt oft eins zum anderen.